Eine ganz wichtige Frage, die wir noch stellen wollten, ist kurz und knapp, ja oder nein, stirbt der Ballermann? Wir wollen heute über die Playa de Palma sprechen, über den Ballermann und haben uns dafür einen Experten ins Boot geholt. Ihr habt ihn sofort erkannt. Dann bin ich. Das ist der Peter Wackel. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Dann bin ich ja die dritte Inselstimme, die dann eben hier von der Hauptzone berichten darf. Seit wann ist diese Ecke hier dein Hotspot zum Musik machen? Wann machst du deinen ersten Auftritt? Also wirklich jetzt schon seit fast zwei Dekaden, muss ja ganz ehrlich sein. Also ich bin hier auch als Tourist hierher gekommen mit der kleinen Reisegruppe. Dann bringt man Freunde mit. Die Mama war damals noch mit dabei, das war noch in den 90er Jahren. Und dann seit 2000 gibt es also die ersten offiziellen Auftritte, aber die inoffiziellen Auftritte, ihr kriegt ja Exklusivmaterial von mir, die gab es sogar hier drüben bei der Konkurrenz. Da gibt es sogar Bilder vom Mallorca-Magazin aus dem Jahr 97 mit Blümchenhemd in Polonesenform, also schrecklich. Ja, mit, glaube ich, fünf oder sechs Freunden. Und ich habe dann wirklich, bitte, darf ich ein Lied singen? Weil ich habe hier einen Reporter mit dabei. Also es war ganz süß und in den Kinderschuhen. Und dann drei Jahre später hatte ich dann eben die ersten Engagements im Megapark. Da war ich dann noch ganze vier Jahre. Und seit 2004 bin ich eben fix ja, im Bierkönig und Oberbayern. Und damit auch inzwischen der dienstälteste Sänger, der also immer noch auftritt. Peter ist Botschafter-Offizieller von der Playa de Palma. Das heißt, du handelst ja im Namen der Playa de Palma und möchtest die Menschen vor allem dazu bewegen, sich an ihrem Partyabend ein bisschen besser auch zu benehmen. Nicht unbedingt. Ich bin gar nicht für den Gast so richtig da. Ich verstehe mich wirklich als mehr als Vermittler zwischen Gast und Regierung. Ja. Weil wenn die Regierung jetzt sagt, wie so ein Lehrer, das darfst du nicht, kommt der Gast nicht mehr. Das ist Quatsch. Das ist einfach übertrieben. Jetzt gehe ich zum Beispiel ins Rathaus, diese Treffen gab es schon, sagen, also wir als Sänger oder ich habe den Eindruck, ich bin ja hier jeden Tag, sind wir mal ganz ehrlich, der Bürgermeister kommt hier nicht jeden Tag her und schaut sich das an vor Ort und die Minister auch nicht. Jetzt sagt aber ich, der Botschafter, der Künstler, sagt, okay, wir haben die und die Probleme, Überfälle auf der Straße, wir haben das, den Müll, danke, danke. Es sieht ja nicht schön aus. Und diese Bilder gehen ja über das Fernsehen ganz schnell wieder nach Deutschland und sagst, oh Gott, was ist hier los? Und das will ja keiner. Im Endeffekt leidet der Tourismus drunter. Es kommen weniger Gäste, ich habe weniger Auftritte. Und deswegen muss man mal schauen, dass man es langfristig wieder eine einfach bessere Bahn hinbekommt. Und es sind wirklich auch viele dabei. Bierkönig ist jetzt auch bei der Vereinigung mit dabei. Oder auch die ganze Novo Hospitality Group. Das sind auch so, es findet hier so ein Umdenken statt. Vielleicht mal kurz zusammengefasst, die Veränderung von der Playa de Palma vom Ballermann. Es gab wirklich mal eine Zeit, da stand am Ballermann 6 wirklich Balneario 6 Ballermann. Das wollten dann die Spanier gar nicht mehr, dann stand nur ein Balneario. Dann wurde die ganze Bude verpackt für ein Jahr, Aluminium angeschliffen, jetzt ist das alles stylisch, heißt The 6, The 7, 8, The Brewery, 10. Also jeder Balneario, jede Strandbude hat jetzt sein eigenes Motto. Das ist schon mal so der Hauptwechsel. Und hier wird auch ganz viel Wert drauf gelegt, dass es gar keinen Ballermann mehr gibt. Und ich merke selber, ich benutze das Wort gar nicht mehr. Für die Masse in Deutschland ist das halt entweder Arenal oder Ballermann. Sie meinen immer die Playa de Palma. Oft ja auch einfach nur die Schinkenstadt. Das ist ja das Nächste. Eigentlich meinen sie die Schinkenstadt, die Partymeile, aber den gibt es halt wirklich nicht mehr. Weil es wirklich ist, und es wird auch irgendwann verschwinden aus dem Wortgebrauch. Denn was ich auch merke, es hat so ein richtiger Generationenwechsel stattgefunden. Es wurde hier massivst investiert. Nach einer 30-jährigen Dürreperiode, kann man ja mal gemein sagen, weil ist ja wirklich 30 Jahre nichts passiert ist. Es waren wirklich schlimme Buden, die halt 1984 das letzte Mal einen Farbeimer gesehen haben. Jetzt Tip-Top-Häuser oder die neuen Hip-Hotels und Yacht, was alles gibt. Man hat ja generell mehr Geld, auch die Älteren, will ein bisschen schöner wohnen, will aber trotzdem feiern. Und diese Mischung hier hinzubekommen, ist natürlich schon eine Mammutaufgabe, auch für diese Hotelvereinigung und Gastrovereinigung Palma Beach zum Beispiel, die sich dann eben auch zum Ziel gesetzt haben, es ein bisschen schöner zu machen, eben dass diese Exzesse auf der Straße aufhören. Du siehst auf einmal eine komplett saubere Schinkenstraße. Guck mal mit der Kamera. Es ist alles sauber, das hat es nicht gegeben. Ich bin hier vor zwei Jahren durch Müllberge gelaufen. Ist vorbei. Aber natürlich auch, wie in Deutschland, auch so eine Neuerung erstmal durchzusetzen, ist immer ein großer Aufschrei. Was? Die verbieten jetzt Becher oder so auf der Straße. Das Problem ist aber, wenn es irgendwann überhand nimmt. Und der Eindruck war ja dann auch für viele Urlaubsgruppen, egal ob das Fußballer sind oder Jungsgruppen, Mädelsgruppen, Junggesellenabschiede, wo auch Köln drunter kämpft oder Berlin, jede Großstadt, wo diese Massen einfallen. Wenn es keine Regeln gibt und man wird auch nicht bestraft, wissen das die nächsten 10 auch. Da kannst du machen, was du willst, rechtefreier Raum losgeht. Und das war halt hier schon so extrem. Wir reden von den Benimmregeln zum Beispiel. 2015 war es zum ersten Mal, dass die so groß eingeführt wurden. Die in der Regel ja eigentlich auch nichts anderes sind, als benimm dich halt, wie du das zu Hause auch machst. Schrecklich eigentlich, dass wir über sowas reden müssen, dass ich dir jetzt eben nicht beim Interview auf die Bluse breche. Zum Beispiel, oder dass ich Splitterfasernackt in Bremen über die Einkaufsstraße würde das die Zuschauer stören?
wenn man Bierpyramiden und kotzende Menschen nur noch sieht, die sich hier aufführen, als wenn hier ein halbes Jahr Oktoberfest München ist. Ja. Also ich verstehe dann schon, wie die Intention ist, aber dann wird halt gerne auch für den deutschen Gast falsch reagiert. Das, man muss das halt mal, also mit Samthandschuhen ist auch nicht richtig, aber langsam heranführen, so bitte, was soll denn das? Muss die Glasflasche jetzt an der Strandpromenade dreimal zerschlagen werden und die Familie kommt wirklich mit den Flipflops an und da ist der Fuß aufgeschnitten. Ich denke, jetzt haben auch mal die gastronomischen Betreiber und Herr Dolliers einfach so wieder das Zepter in die Hand genommen und sagen, okay, wir verdienen das Geld mit euch, aber bis hier noch nicht weiter. Wie siehst du die Playa de Palma in 5 oder 10 Jahren? Wo wollt ihr hin? Ich gehe sogar noch weiter. Also 5 Jahre ist so das erste Ziel, 10 Jahre und ich sage sogar 20, 30, 40 Jahre, denn wir haben den Massentourismus ja hier seit über 40 Jahren, wo es wirklich voll ist. Wir brauchen die Masse und auf Mallorca haben wir den typischen Zyklus, der geht eher so 10-jährig auf und ab. Das kommt immer so auch ein bisschen auf die Konkurrenzländer an, wie Türkei, Ägypten, Tunesien sind ja wieder sehr stark. Und das ist so sind die Hauptmitbewerber. Deswegen denke ich mal, hat man hier jetzt auch wieder verstanden, ich kann jetzt wirklich nur für die Playa de Palma sprechen, mehr gastlicher wieder zu sein, ein variableres Angebot zu präsentieren. Es war ja wirklich die letzten 30 Jahre so, Bratwurst, Currywurst, Pizza, Hamburger, vielleicht eine Tiefkühlpaella. Das war es dann auch schon. Es wird halt bunter. Es gibt Sushi, es gibt Italiener, es gibt halt auf einmal alles. Und in verschiedenen Preisklassen auf dem Boot. Also ich bekomme ja wirklich hier noch von 2 Euro, 3 Euro Baguette im Supermarkt mit Getränk bis 35 Euro Tomahawk Steak. Ich bekomme ja alles auf einmal. Und das ist für mich so der Wechsel. Und das merkst du auch. Jetzt kommen so langsam wieder alle Altersklassen in Schichten. Es war jetzt sehr viel so komische Menschen, die ja wirklich sehr aufs Geld geschaut haben. Und jetzt kommt auf einmal wieder so ein breites Spektrum, auch von 18 bis 80 wieder, wo man sagt, nein, wir müssen gar nicht nach Palma fahren, wir bleiben gleich hier. Hier ist wieder ganz schön Sundown oder irgendwas, das ist wichtig. Es war sehr schön, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und ich darf jetzt nämlich ganz schnell in den Bierkönig rein. Es gibt jetzt einen wunderbaren Nachmittags-After-Beach-Auftritt. Den gab es vor 5 Jahren auch nicht. Und der Peter nimmt uns sogar mit. Ich darf eine Runde mit rein. Backstage. Peter Wackel aus, wenn er fertig ist mit seinem Auftritt im Bierkönig. Zum Wohl. Ja, die Äuglein werden klein und der Durst wird groß, ne? So einfach ist es zum Wohl. Eine ganz wichtige Frage, die wir noch stellen wollten, ist kurz und knapp, ja oder nein, stirbt der Ballermann? Für mich ist der Ballermann schon tot, aber es lebt halt die Playa de Palma. Ich sage auch gerne immer, es lebe Malle, denn Mallorca lebt. Es ist einfach genial, was sich hier verändert und was hier alles passiert. Meinst du, dass sich die Gäste der Playa verändern werden, wenn sich die... Die Gäste haben sich schon verändert. Also generell will ja jeder zum Entspannen, zum Feiern herkommen. Und es ist gewollt. Also ich hasse ja gerade so Aussagen wie, ja, ihr wollt das Feiern oder den Alkohol verbieten. Das ist totaler Blödsinn. Es soll aber einfach wieder kontrollierter gefeiert werden. Es kann halt nicht sein, dass irgendwo übertrieben 1000 Mann die Straße belagern, niemand kommt mehr durch, Infrastruktur ist kaputt. Oder es liegt alles voller Dosen, das will eben keiner mehr. Und die Gästestruktur hat sich schon verändert, es wird auch hier etwas bunter. Ich merke das, wenn ich selbst selten, aber wirklich auch einige Male an den Strand gehe, ich höre Holländisch, ich höre Engländer, auf einmal an der Playa de Palma, wir waren hier 40 Jahre nur Deutsch, wirklich besetzt, diese ganze Playa de Palma. Es sind Amerikaner hier, aber sie bekommen auf einmal durch diese neuen Hotels, durch die neuen gastronomischen Angebote, zieht man ganz andere Leute. Und das sind nicht nur die Reichen oder irgendwas, nein, es sind stinknormale Urlauber, die einen wunderschönen Strand hier auffinden, aber eben auch schön essen und schön feiern gehen können.